Hey Leute, Mario hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Sneak Thief. Ich war eigentlich in der letzten Folge ein bisschen frustriert von diesem Spiel, worüber ich gleich auch nochmal rede, aber es ist ein riesiges Update rausgekommen. Und zwar ist in der letzten Version so, dass die Wächter einen ewig verfolgt haben. Das heißt, sobald du einmal gesehen wurdest von Wächter, war es im Grunde vorbei. Und wenn mich jetzt einer sieht, dann kann ich mich irgendwo verstecken unterm Tisch oder so oder im Schrank und der haut dann ab. Und das hätte schon viel früher drin sein müssen eigentlich. Und das ist, finde ich, ein gutes Upgrade. Die Bank ist immer noch total verbuggt. Und ganz ehrlich, Leute, die sagen, hey, Dislike, weil du das Spiel nicht gut findest. Ich habe nie gesagt, dass ich das Spiel nicht gut finde. Ich finde die Idee vom Spiel mega nice. Ich finde nur die Umsetzung scheiße, wie zum Beispiel bei Bank-Level, guckt euch das mal in der letzten Folge an. Das ist einfach ein kaputtes Level. So, aber ich dachte mir, jetzt gucken wir uns mal das nächste Level an. Und zwar die Yacht. Und da bin ich gespannt, wie die Yacht so aussehen wird. Ist das nächste Level. Wie viel Geld brauchen wir, um rauszukommen? Wir brauchen 100.000, 1.000.000, auf jeden Fall viel. Und wir springen weiter so rum, als ob wir auf dem Mond wären. Finde ich cool. Und dann bunnyhoppen wir uns jetzt mal nach vorne und gehen hier rein. Ich gehe einfach so rein, als ob es völlig normal wäre. Oh, wir können einfach eine Goldvase einstecken. Das ist gut. In diesem Spiel müssen wir theoretisch einfach nur Sachen knauen und das ist das Spiel. Und wir haben anscheinend so einen riesigen Rucksack. Wir haben jetzt schon zwei riesige Vasen drin im Rucksack und es ist einfach egal. Jetzt haben wir noch eine dritte Vase. Ich finde es so gut. Kann einer mal ein Bild malen, wie vollgeladen der eigentlich ist? Einfach nur so ein Einbrecher, der irgendwie, keine Ahnung, 20 Sachen hinten drauf hat. Fände ich mega lustig. Pizza! Oh, ich wollte die wegwerfen. Meh! Sondern nicht langsam. Oh, da oben ist ja eine Wache. Es sind ja Wachen auf dem Schiff. Ich war so richtig gechillt. Und auf einmal ist da so ein Dude. Wow, Alter. Alter. Das habe ich ja voll vergessen. Oh, 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 da oben ist der. Ah! Hab ich mich gerade aus... Ah, man stirbt, wenn man ins Wasser springt. Okay, gut zu wissen. Von wo wurde ich denn beschossen? Ah, von da ganz hinten, okay. Kann ich jetzt theoretisch entkommen, wenn ich jetzt hier reingehe? Weil es stand im Update drin, dass man entkommen kann. Ich verstecke mich jetzt hier. Und dann müsste ich jetzt entkommen. Die haben mich beide gesehen und beide auf mich geschossen. Aber mich... Da! Hau ab. Der schießt durch die Tür durch! Sieht er mich? Nein, okay. Wenn wir weiter schleichen, ich sag mal den Fernseher ein. Ich hab jetzt diesen riesigen Fernseher in meinen Rucksack. Ich hab ein Geräusch gemacht, der hat null darauf reagiert. Okay, cool. Ah, hier ist ein Zettel. 8647. 8647. Fuck. 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 Aber ich müsste jetzt ja entkommen. Der müsste mich jetzt ja auf keinen Fall finden, eigentlich. Ich versteck mich. In die Ecke. Wenn er mich findet, ist es immer noch verbuggt. Weil er kann ja unmöglich wissen, dass ich hier in den Raum bin. Ich meine, ja, irgendwann wird er es schon wissen, aber dann wird er ja halt jeden anderen Raum auch checken. Ich verstecke mich jetzt hier im Raum und wenn er jetzt zielstrebig hier in diesen Raum kommt, ich höre aber nichts. Ich darf ihm abgehangen. Hier ist die Tür nicht auf, das heißt, der ist hier unten nicht reingegangen. Wir haben ihn abgehangen. Das heißt, ich nehme jetzt hier die Vasen erstmal mit. Wollte ich erst am Ende mitnehmen eigentlich. Nehmen wir die mit, okay. Er hat mich halt gesehen. Mich auch angeschossen. Ist nicht so nett, Buddy. Ist nicht so. Okay. Jetzt habe ich ein Problem. Der ist an mir vorbeigerannt. Der ist an mir. Ah. Okay. Wir kommen aber immer so ein bisschen weiter. Da können wir nicht lang. Das heißt, wir rennen jetzt. Ich will mal so ein bisschen Speedrun-mäßig hier voranschreiten. Aber hier sind wir, glaube ich, richtig. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Hier müssen wir hin. Zum Safe. Shit, wie war der Code? 84. Wie war der Code? Der wäre ja hierfür gewesen. Ist hier eine Waffe? Es gibt Waffen im Spiel. Man hat die im Tutorial benutzen können. Aber im Spiel kannst du keine Waffen benutzen. Du findest keine Waffen in diesem Spiel. Okay, neues Ziel. Nochmal den Code suchen und den dann merken und dann eingeben. Check. Wo ist der Code? Der war doch hier. Ich hatte gerade aufgegeben und da hat mich der Dude einfach nach oben in die Wand gebackt. Kann ich irgendwie entkommen aus dieser Situation jetzt? Ich stehe halt auf seinen Kopf. Wenn ich in die Richtung renne? Nein. Natürlich. Wie muss der mich gekillt haben? Ich war hinter seinem Rücken. Hat er 360-mäßig sich gedreht oder? Wie soll ich mir das vorstellen, wie der mich erwischt hat? Hier ist der Code.
8647. 8647. Und jetzt renne ich wieder durch und gebe den Code dann ein. 8647. Und können wir kurz darüber reden, wie nutzlos dieser Fernseher ist? Als ob sich irgendwer hier hinsetzt und von hier aus Fernsehen guckt. Niemand wird das machen. Okay, geben wir den Code ein. 8, 6, 4, 7. Das ganze Gold. Das ganze Gold, wir brauchen 100.000. Und das Gold reicht bis 100.000. Okay, jetzt müssen wir nur entkommen. Wir haben das Gold, wir haben den Code. Wir müssen nur entkommen. Ich glaube, ich renne einfach. Nein. Dammit. Ich bin entkommen. Wir haben ein Level geschafft. Wir haben ein Level geschafft, Leute. Und das nur mit stumpfem Gerenne. Da war ja keine Taktik. Ich habe gesehen, okay, hier ist der Code. Da muss ich durch. Und dann bin ich durchgerannt wie so ein Wiesel. Und dann würde ich nochmal wirklich die Leute, die mich gesagt haben, ey, du kritisierst das Spiel ist mega nice, möchte ich erstmal sagen, kauft euch das Spiel, spielt es selbst, merkt, wie unfertig dieses Spiel ist, wie ungerechtfertigt die 10 Euro für dieses Spiel sind, weil das Spiel ist aktuell keine 10 Euro wert. Ich meine sowas wie Guts and Glory, das konntest du kostenlos downloaden und hat so mehr Umfang als das hier und war auch fertiger. Und es geht einfach darum, dass das aktuell, was hier ist, keine 10 Euro wert ist und bei der Meinung bleibe ich auch. Es ist spaßig, es hat sehr viel Potenzial, es kann sehr nice werden. Aber ich weiß noch nicht, ob es soweit ist. Vielleicht in einem Monat oder zwei. Und falls ihr sehen wollt, wie ich mich ein bisschen aufrege, könnt ihr mal das letzte Video angucken zu dem Spiel. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin und ciao.